Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3. So, ich habe mich jetzt in dem Gebiet noch ein bisschen umgeschaut, ein bisschen weitergespielt und habe jetzt drei Feuer, also drei so Lagerfeuer oder was das waren, habe ich jetzt ausgemacht und somit habe ich hier dieses Tor geöffnet und jetzt wollen wir mal schauen, was sich dahinter befindet. Bin echt gespannt. Okay, let's go. Wahrscheinlich wird es wieder ein Boss sein. So, gehen wir mal ganz langsam durch, schauen, was hier ist. Okay, da liegt auf jeden Fall schon mal Loot. Loot ist immer gut. Erstmal hier weiter, schauen, irgendwo was im Eck drin liegt noch. Diese blöden Viecher da oben schon wieder. Hier ist auf jeden Fall einer. Was ist das? Oh Gott. Okay, der ruft wieder seine Kollegen. Okay, der ist down. Ich glaube, wir haben mal den Chef da oben. Mal killen, dass der keine Verstärkung mehr ruft. Kommen sie schon wieder. In Sicherheit bringen. Oh Gott. Zwei gleich. Hui. Eine Esso schlucken. Nein, du willst die Schnauze halten hinten. So, ist aber Ruhe hier. Jetzt will ich aber noch schneller hochgucken, wo der oben war. Wo ich den runtergeschubst habe, ob da vielleicht noch irgendwie was liegt. Irgendwie Loot oder sowas. Wir wollen ja auch nichts übersehen, gell? Okay. Scheint aber nichts zu sein. Gleich runter. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo ich jetzt bin. Ah, genau. Da sind die Frösche unten. Die komischen Schleimfrösche. Okay, da sind zwei Ritter. Oh mein Gott. Wo ich hier bin, vielleicht gibt's. Ah, Leuchtfeuer, sehr gut. Das ist doch schon mal sehr gut. Dutz.
Ich werde es aber noch nicht rasten. Jetzt schauen wir, wie sie weitergeht. Zwei von denen. Oh, ich das hasse. Oh, der ist gar nicht aufgewacht. Ich habe mich gar nicht bemerkt. Aber kann die anscheinend nicht backsteppen? Ah. Ah, backsteppen kann ich sie nicht. Oh, nicht schon wieder so eine. Okay, schauen wir mal, wie wir den down kriegen hier. Den Kollegen. Die sind ziemlich hart. Ja. Ja, geht noch ganz gut. Titanitschuppe, sehr gut. Große Zauberwaffe. Cool. Ich habe ja schon eine Zauberwaffe drinne. Und sie kann ich jetzt mit diesem Schwert aktuell nicht ausrüsten. Ist das was anderes dann? Ah, okay. Dann brauche ich Intelligenz 15 Punkte. Da warte ich jetzt aber noch. Werde ich jetzt erstmal nicht skillen. Vielleicht in einem zweiten Durchgang, dass ich dann ein bisschen mehr auf Zauber gehe, aber. Ah, alles klar. Jetzt habe ich den Shortcut geöffnet zu dem Ritter hier. Ah, der kommt natürlich auch gleich wieder. Sehr gut, weil ich habe mir nämlich schon gedacht, wie ich denn hier durch die blöde Tür durchkomme. Aber es gibt alles Sinn. Sehr gut. So, dann gehen wir mal weiter. Ah, da würde Loot liegen. Aber ich weiß eben nicht. Na, egal. Du musst ja nochmal zurückgehen. Sühne. Okay. Schauen wir gleich an, Leute, was das ist. Und du kommst doch hier nicht hoch, oder? Muss ich hier da runter? Mäh. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal schnell an, die Sühne, was das ist. Weckt Aufmerksamkeit von Gegnern in der Nähe. Diese Wunder empfangen die Verstoßenen der Schwarzen Kirche von Londor. Weckt mehr Aufmerksamkeit von Gegnern. Dies ist die einzige Geschichte, die den Verbannten bekannt ist. Sie glauben, sie enthalte Worte der Vergebung und schließlich müssen auch verfluchte Reisen einmal ein Ende nehmen. Okay, ist glaube ich wieder ein Zaubergegenstand. Will ich jetzt nicht ausrüsten? Kann ich auch nicht. Schauen, ob sie irgendwie den Weg zurückgeht. Oder ob ich mich wirklich wieder zum Leuchtfeuer.
teleportieren muss. Schaut so aus. Ja, dann gehen wir zum Leuchtfeuer. Na, Leuchtfeuer, der letzten Rast. Schon so mal wieder hier. So, jetzt werde ich aber erst noch hier die Gegner noch mal killen, weil ich will eigentlich noch mal leveln, bevor ich da hinten weitergehe. Das müsste mir dann eigentlich für ein Level reichen. Ich glaube, ich brauche knapp 10.000 Seelen für ein Level. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Feuerbandschrein. Und geben die Seelen aus. Feuerbandschrein. Welcome home, Ashen One. Speak. Very well. Then take Nar. So, ich werde, glaube ich, in. Ich kann gar nicht. Oh, ich brauche noch 200 Seelen. Okay. Dann wird er bestimmt irgendwas haben, oder? Nimm mal das da. Welcome, Hospital. Very well. Then touch Hagen. So, Belastbarkeit. Oder Stärke. Ich glaube, ich werde jetzt mal die Stärke nehmen. Farewell, Ashen. Dann gehen wir nochmal zurück. Und schauen wir mal, was da weitergeht. Habe ich Knochensplitter? Ja, sehr gut. Mit den Knochensplittern könnt ihr eure Estus verstärken. Zeige ich euch gleich, wo ihr das seht. So. Ihr seht unten Estus Flakon 10 und plus 3 steht bei mir jetzt schon da. Das heißt, die plus 3 ist das, wenn ich so einen Knochensplitter verbrenne. Dann werden die Estus verstärkt und das heißt, dass sie dann pro Schluck mehr heilen. So, dann schauen wir mal, was weitergeht. Da sind auf jeden Fall welche. Dann die Vogelviecher wieder, oder? Nee. Oh, es sind Ritter. Oh mein Gott. Na, ich gehe da mal nicht lang. Ich gehe mal hier lang. Hinten liegt Loot.
Oh. Mei, ich wäre fast reingerannt jetzt. Okay, die Stärke hat auf jeden Fall was gebracht. Normalerweise bräuchte ich nochmal 3 Schläge zusätzlich. Okay, die machen schon gut Damage. Oh. Blut. Oh, ich geh mal weg, dass der mich noch angreift hier. Hier ist schon wieder einer. Die killen sich hier gegenseitig anscheinend. Ja. Die killen sich gegenseitig, ich krieg die Seelen. Nein. Na komm her. Mich vergiftet auch noch. Mann. Hier ist auch Loot. Okay, Leute, ich glaube, dass da hinten ein Boss drin steht. Dann schauen wir uns den ganz kurz an. Falls ich nicht schaffe, sehen wir das in der nächsten Folge. So, dann würde ich mal sagen, Boss-Time in Dark Souls. Schauen wir, dass wir schnell durchkommen, dass uns hier der blöde Mob nicht mehr anspringt. Das ist auf jeden Fall Loot, den müssen wir später noch holen. Okay, Boss. Dann probieren wir es mal. Scheiße. Okay, komm her. Kannst du was? Kannst du nix? Okay, er kann was. Hier mein erstes reinhauen. Oh, da kommt noch einer. Was ist denn hier los? Das ist doch fies, Leute. Boah, noch einer. Was ist denn hier los? Okay, hier ist der Boss. Bah. Heftig, Leute. Hier ist nicht der Boss.
Ah, fuck. Boah, Alter. Ja, wir haben mal reingehauen. Geil, Leute. Aber first try? Steht er nochmal auf jetzt, oder was? Oh, nochmal! Boah, Alter, was ist denn hier los? Wo muss ich nochmal gegen ihn kämpfen? Boah! Boah! Okay, Leute, wie es denn weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Aber krass, dass ich da zweimal gegen den kämpfen muss. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und sonst lasst ein Like da. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andi.